Würdet ihr eine Minute eurer Zeit für mich opfern? Stufe 46. Okay, es ist schade, dass Koronir sein Herz gegenüber den Wächtern der Ramas Delor nicht verhärten konnte. Was? Ach so, ja, natürlich. Die Macht der steinernen Wächter, ich war gerade verwirrt, nicht verhärten konnte. Ach so, damit er denen widersteht, ne? So, die Macht der steinernen Wächter ist schrecklich. Viele der Bergmenschen sind bei dem Versuch umgekommen, zurück durch die Ramas Delor zu entkommen. Wir sind weitermarschiert, doch noch bevor wir Khan Doom erreichten, wurden wir von Orks und noch schlimmeren Kreaturen angegriffen. Wir verloren Gulludir und wurden auseinandergetrieben. Der kümmerlichen Schar der Überlebenden gelang es, in den letzten Jahren gerade eben die Fallen des Feindes zu entgehen. Den Fallen des Feindes zu entgehen. Doch ich fürchte, dass Angmar zu mächtig geworden ist und wir uns nicht auf ewig werden verstecken können. Ich habe erfahren, dass eine Schar meiner Gefährten an einem Ort namens Garfornir als ihr Lager aufgeschlagen hat. Ist das die Musik oder ist das von draußen? Keine Ahnung. Weit im Norden, im östlichen Teil von Himbar. Himbar. Komischer Name. Geht zu ihnen, wenn ihr dazu bereit seid. Und helft ihnen, so gut ihr nur könnt. So. Okay. Bleibt einen Moment. Ich habe doch keine Lust, hier noch mehr Aufgaben zu machen. Ich will hier weg. Wisst ihr irgendwas über die Gründe von Angmar? Na gut, macht nichts. Ihr werdet es lernen. Wenn Nethrar dazu etwas zu sagen hat. Er ist in einem einsamen Tal. Bitte was? Gruslelanan. Weit östlich von hier und sind über die sieben Wächter nach. Ich bin mir sicher, dass er eure Unterstützung gebrauchen könnte. Toll, das ist für Level 47. Ich weiß nicht, ob ich das jemals machen werde. Werkzeuge der Orks. Wir haben das Glück, dass ihr jetzt gekommen seid. Wir hatten uns lange Zeit vor dem Schatten von Angmar versteckt gehalten. Aber nun wurden wir entdeckt. Ein Ork-Kundschafter kam vor einigen Tagen in unsere Hallen gestolpert und entkam wieder, ehe wir ihn besiegen konnten. Seit dieser Zeit greifen die Orks uns regelmäßig an und das dürfte noch schlimmer werden, wenn sich meine Befürchtungen bewahrheiten. Einer meiner Zwerge kam zurück und erzählte, dass die Orks die Bäume nördlich von hier fällen. Das kann nur eines bedeuten. Sie bauen Belagerungswaffen, um uns anzugreifen. Wir müssen sie aufhalten oder zumindest behindern. Wenn ihr uns helfen wollt, dann geht nach Ongbishuk, nordöstlich von hier, vernichtet die Orks, die ihr dort findet, bringt uns dann deren Werkzeuge wie Äxte, Hacken und Sägen. Ach ja, schön. Dann ist hier oben noch eine Quest. Was haben wir denn hier? Hättet ihr die Güte, einen Augenblick mit mir zu sprechen? Baut edelsteinfühnendes Gestein ab. Ich habe nichts dagegen, hier in Gabils Hatur, meinen Beitrag zu leisten, solange die anderen Zwerge ebenfalls ihren fairen Anteil an Arbeit verrichten. Es kann einen schon frustrieren, wenn man zum Wachdienst gerufen wird, wenn man gerade eine vielversprechende Ader entdeckt hat. Aber so ist das halt manchmal. Falls ihr gewillt seid, einem ungeduldigen Minenbauer zu helfen, könntet ihr die Edelsteine aus dem Gestein brechen, das ich zurücklassen musste. Ihr würdet mir damit einen großen Dienst erweisen und der Reichtum von Gabils Hafur würde durch euch wieder anwachsen. Das Gestein, das ich meine, befindet sich nördlich von Gabils Hafur. Folgt der Straße gen Norden, bis ihr in östliche Richtung nach Gorovlat abbiegen könnt. Durch den spärlichen Wald hindurch gelangt ihr zum Eingang von Mefat. Die Felsen von Mefat sind voller Höhlenklauen. Passt also auf, wenn die Edelsteine in Mefat abbaut. Diese Namen, ey. Alter, da bist du auch verrückt vom Vorlesen. Ach, in Moria wird's noch schlimmer. Keine Sorge, in Moria wird's noch schlimmer. Allein der eine Name, ich kann mir den gar nicht merken. Da gab's einen Namen von so einem Dings. Ach, weiß ich nicht mehr. Hier ist ein Markstein. Ach ja, so, ich würde jetzt gerne, die Quests sind alle zu hoch für mich. Ich mach mal Folgendes. Ich gehe jetzt einfach mal. Ganz... Falsch. Warte mal, ist hier oben noch was? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Ist auch noch eine Quest. Hättet ihr die Güte, einen Augenblick mit mir zu sprechen? Ist das die Musik im Spiel? Oder ist es wirklich von draußen? Ich weiß es nicht. Call zu euren Diensten. Die Lage hier war ziemlich hoffnungslos, aber mit eurer Hilfe könnten wir vielleicht überleben.
falls wir genug Nahrungsmittel auftreiben können. Alle hier sind ganz aufgeregt wegen der Orks und es ist sicher wahr, dass Hunger kein großes Problem mehr darstellt. Wenn einem ein Ork einen Kopf kürzer gemacht hat. Ich habe allerdings wenig Talent für den Umgang mit der Axt und mache mir deshalb auf einem Gebiet nützlich, auf dem ich mich auskenne und helfen kann. Bei der Verpflegung. Unser Proviant reicht nur noch für einige Tage und wir sollten uns nach anderen Nahrungsquellen umschauen. Es widerstrebt mir, es zu erwähnen, aber ich habe gehört, dass die Orks Norboglier Beine und Schneckenzungen fressen. Eine solche Ernährung ist sicher nicht gerade eine Gaumenfreude, aber sie hält sie bei Kräften. Das gleiche gelte sicher auch für uns. Könntet ihr aus dem Norboglier Beine und Schneckenzungen besorgen? Diese Namen. Alter, das ist eine Qual, die einfach vorzulesen. Ist noch eine Quest? Hört euch alles an, was ich zu sagen habe. Ach, Gefährtengruppe. Nee, lass ich mal. Trolle besiegen. Das ist doch... Alter. Alter, jetzt hängt er daran fest. Nee, ich kriege eine Krise. So, Steinmeister. Schick mich doch mal... Da komme ich nicht hin. Was? Buch 6, Kapitel 6. Ach so, das muss ich erledigt haben. Habe ich ja, aber da muss ich es entdecken. Schnelle Reise machen wir mal nach Aukher und von dort aus einfach mal nach... Ich will hier weg. Einfach mal nach Dings. Bums. Dings. Bumsdings? Keine Ahnung. So, schnelle Reise. Hallo, verschwinde im Nicht. Ah, jetzt. So, Siegel im Buch der Taten wird von Grau zu Rot. Stand da irgendwie. Wenn es erfüllt ist, wahrscheinlich. Ja, also diese Geschichtsquest hier, die mache ich erstmal noch nicht. Ist für Level 47, glaube ich, auch, ne? Ne, für 46 ist die. Ja, da gehe ich irgendwann später nochmal hin. Jetzt mache ich aber Folgendes. Ich werde nach Bruchtal reisen, um dort mal zu schauen, ob ich nicht vielleicht eine andere... Ich bin so blöd. Wieso laufe ich überhaupt hier hin? Ja, Gewohnheit. Ich muss eigentlich zum Steinmeister, muss doch gleich weiterreisen. Ach, Mann. Wie schrecklich. Na gut. So, Tavas, Steinmeister. So. Okay. Die Trefgalorg fassen nicht schnell Vertrauen. Gibt's nicht mal eine Schnellreise? Esteldin. So, gut. Also jetzt nach Esteldin. Tja, jetzt ist natürlich sehr spannend auch. Alter, es ist Vormittag. Guck dir mal an, wie dunkel das hier ist. Am Vormittag. Ah, das ist doch schön. Das ist doch vollkommen egal, ob man in der Nacht oder am Tag spielt. Es ist immer dunkel hier. So, wie lange spiel... Apropos, wie lange spiele ich eigentlich schon? Ach, noch nicht mal 2 Stunden, nicht mal 1,5 Stunden. Ja, doch, über 1,5 Stunden. Aber ich hatte zwischendurch immer ein bisschen Pause, weil ich ja dauernd unterbrochen wurde. Von gewissen, nee, spiele ich auch schon 1,5? Doch, 1,5 Stunden sind es schon. Von gewissen Sachen, wie zum Beispiel dem Windows-Farbschema. Das verstehe ich auch nicht. Wieso kann man das nicht abstellen irgendwo? Weiß das von euch jemand? Ich werde auch bei WoW, wenn ich das im Vollbildmodus spiele, werde ich auch immer gefragt, ob ich das Farbschema ändern soll, weil meine Computerleistung angeblich beeinträchtigt ist. Da muss ich den Kopf schütteln. So. Auf jeden Fall, ich will diese Meldung nicht mehr haben. Kann man die irgendwo abschalten? Falls ich mal doch vergesse, wie heute, das Farbschema zu ändern, dass er mich nicht immer aus dem Spiel holt für diese blöde Meldung. Das ist doch total sinnlos. Verstehe ich nicht. Warum macht der das überhaupt? Naja, ich weiß es nicht. Ach ja, schön, jetzt wieder hier reisen. Jetzt kommen wir gleich nach in die Nordhöhen. Nicht nach Esteldin, also doch schon, aber in die Nordhöhen, wo es wieder heller ist gleich. Gleich ist heller, komm schon. Ich will nicht in dieser Dunkelheit, wie kahl das hier einfach aussieht. Es wäre viel schöner, wenn hier irgendwie mehr Gras ist, aber das ist irgendwie ist hier sehr wenig. Sehe ich zwar vereinzelt ein bisschen Gras, aber an sich sieht das recht kahl aus hier. So. Na gut. Hier sind noch Büffel, hier sind noch... Was bist du? Ein Krieger. Okay, und Eisen ist dann noch. Hochwertiges Eisen. Gut. Ja, das brauche ich aber alles nicht. Ich möchte einfach nur... Warum ist denn hier so... Alter, wieso ist das denn so dunkel immer noch?
verstehe ich nicht. Ich bin doch schon längst, aber längst bin ich doch schon aus Angmar raus. Warum ist hier immer noch dunkel? Hier müsste doch helllichter Tag sein. Aber es ist immer dunkel wie in der Nacht. Ich verstehe das nicht. Das ist mir ein Rätsel. Das ist doch eigentlich ist das doch unlogisch. Hier warst du sonst immer hell. Auf einmal ist hier dunkel. Das kann doch gar nicht sein. Guck mal, wie dunkel das ist. Leicht verirrt ist der hier. Frittbald oder so ähnlich. So, kann das gar nicht so schnell lesen. Ey, warum sind die Wolken immer noch wie in Angmar? Komisch. Warum sieht man da so einen Übergang zwischen den Wolken? Ich weiß es nicht. So. Mir ist das alles ein Rätsel. Kann mir das irgendjemand erklären? Warum ist das so? Verstehe ich nicht. Alter, es geht nicht mehr weg. Jetzt bleiben die Wolken hier die ganze Zeit. Wieso das? Verstehe ich nicht. Ich werde jetzt mal Folgendes machen. Ja, ein Huhn. Ach schön, das Evil Chicken ist hier wieder. Ich werde jetzt mal zum Stallmeisterchen gehen. Also da laufe ich ja sowieso von alleine hin. So. Und dann werde ich mal schauen, ob ich nicht vielleicht eine Quest... Vielleicht bekomme ich auch hier eine Quest, die mich nach... Warte mal. Ich muss mal ganz kurz überprüfen, ob ich nicht hier vielleicht eine Quest kriege, die mich weiterschickt. Ins nächste Gebiet, nach Eregion vielleicht oder so, ich weiß nicht. Aber ich habe das so in Erinnerung, das ist tatsächlich bei Dings startet. Hier sind nur... Nee. Auf zum Ramdur. Nee, ist alles Level 40. Ach, muss ich mit dem sprechen? Das war ich doch schon. Würdet ihr mir vielleicht so, Golodi und Koron hier auf. Warum kriege ich die Quest denn jetzt? Die hatte ich doch schon alle. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Ah ja, okay. Ich habe Gerüchte gehört, dass es weit im Norden in der Nähe von der Tore von Khan Doom ein verstecktes Lager geben soll, wo sich tapfere Helden versammeln, um sich Angmar entgegenzustellen. Ich weiß nicht genau, wo Garforfnir, wie dieses Lager heißt, liegt, aber ihr solltet diesen Ort finden, dann sprecht dort mit jemandem namens Annabla. Sie wird euch mehr über ihre Absichten erzählen. Gut, dann ich nehme die einfach mal an hier. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Na, das hier. Jenseits des Ramdur. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Vor vielen Jahren gingen zwei Waldläufer namens Golodir und Koronir nach Angmar, um Gerüchten nachzugehen, dass das Böse im Norden wieder auferstanden sei. Leider verloren wir den Kontakt zu ihnen, als die Angmarim ihre Ork-Armeen aufstellten und den Ramdorf besetzten. Ich möchte euch bitten, euch nach Norden zu begeben und einen Ork namens Aukir aufzusuchen. Es handelt sich um eine Stadt der Bergmenschen des Nordens, von denen einige anders als ihresgleichen an anderen Orten. Von denen einige, anders als ihresgleichen an anderen Orten, laut Golodir recht gastfreundlich sein sollen. Wenn ihr unsere beiden Vermissten findet, versichert ihnen, dass wir sie nicht vergessen haben und dass wir ihre Dienste bald wieder benötigen werden. Wenn ihr den gefahrvollen Ramdorf im Norden überquert habt, wendet euch nach Westen und ihr werdet Aukir finden. Warum kann ich die nicht gleich abgeben? Weil ich war doch da schon. Ich hab doch schon mit dem gesprochen, ich kenne die doch schon. Auf zum Ramdorf. Bleibt einen Moment. Ich habe gehört, dass die Erzsippe in Ramdorf von Feinden aus Angmar bedrängt wird. Mit diesem Orkherr an unseren Grenzen verfügen wir nicht über genug Leute, um sie direkt zu unterstützen. Aber vielleicht könntet ihr ihnen helfen, natürlich. Ihr seid hier Hunderte, die in dieser Stadt wohnen, aber ich alleine kann das natürlich. Das Dorf der Erzsippe befindet sich auf der Westseite des Ramdorf. Die Ostseite steht unter dem Einfluss von Angmar, daher solltet ihr sie umgehen. Ihr solltet außerdem den Nestern der Drachen nicht zu nahe kommen. Sie befinden sich noch weiter westlich als die Erzsippe. Sucht den Anführer der Erzsippe auf und sprecht mit ihm in meinem Namen. Gut, können wir irgendwann nochmal machen. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob es hier vielleicht noch eine andere Quest gibt, die uns Ausbilderin für Jäger. Die ist auch nicht schlecht. Du gibst uns noch eine Jägerquest. Spuren durch Even, die schnellste Pfeil ist Gelehrsamkeit. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Level 50. Wo ist denn das? In Eichet. Das machen wir später, das mache ich jetzt nicht. Apropos, kann ich hier vielleicht was lernen? Jägerfertigkeiten? Was benötigt ihr? Blutpfeil. Kraftkosten, Moral 114? Hä? Verstehe ich nicht. Das kostet mich Moral oder was? Passiv. Haben wir nichts. Gut. Habe ich erstmal erlernt. Jetzt wollte ich gucken, ob hier vielleicht... Nee, hier ist nichts drin, oder? Halberrad. Gibst du mir vielleicht eine... Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen?
Gut, ich werde also mal nach Bruchtal und mal gucken, ob Elrond mir eine Quest gibt. Der war ja immer sehr... Also in Bruchtal kriegst du eigentlich die meisten Quests, so wie ich das in Erinnerung habe. Also vermute ich auch mal, dass ich auch dort noch ein paar Quests bekommen werde. Wo ich jetzt... Also Epos-Quests jetzt natürlich, wo ich also die ich weitermachen kann. Also die ich jetzt anfangen kann. Ich habe ja sonst keine mehr. Ich habe nur die noch. Aber da muss es noch andere geben. Es gibt noch eine nach Vorochel. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die führt mich nach Vorochel. Und es gibt auch noch eine, die mich nach Eregion und nach Mordor... nach Moria führt. Hier ist der Stallmeister. Jetzt führt mich erstmal der Stallmeister nach Westbreni. Nach Bruchtal. Schnelle Reise. So. Gut, dann wenn wir mal nach Bruchtal und schauen mal, vielleicht ist da ja was. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch in diesen Dings, wo die alle sind, bei Aragorn und so. Ich habe ja auch noch nicht gesehen, wie die aufbrechen. Das kommt ja auch noch dazu. Also wie Gandalf und Frodo und die alle, wo die denn aufbrechen. Das kommt ja auch noch. Das muss ja auch noch irgendwo sein. Irgendwann passieren. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Jetzt will ich einmal absitzen. Das ist mir sonst zu weit. Gut, das hat jetzt natürlich nicht viel gebracht. So kurz vor... Ach, egal. So. Gut. Dann werden wir mal schauen. Vielleicht gibt es ja hier irgendwas. Und diese Quest nehme ich mal wieder raus. Die kann ich dann irgendwann nochmal machen vielleicht. So, wo sind die? Ach, in den Nordhöhen noch. Ruf hat des Nordens. Ach so, Trollhöhen. Trollhöhen habe ich... Sprecht mit Kulang. Ich glaube, das brauche ich auch nicht. Ende des Geschäfts, das kann ich auch nochmal machen, ne? Hier, der schickt mich nach Vorochel. Okay, gut. Aber erstmal wollte ich... Warte mal ganz kurz. Hier ist was. Was bist du? Ausbildung für Jäger... Achso, die kriege ich wieder Jägerquests. Spuren durch Evening hatten wir schon. Bitte einen Augenblick Gehör schenken. Ist das andere hier? Hört meine Worte. Einöde Jagd geschickt. Ja, Führer ins Festliche Angmar brauche ich auch nicht. Na, was will ich denn damit? So, 20 Silberstücke hat mich das gekostet und Ziel, Bruchteil, schnelle Reise. Gut, das war die Reise. Ringul, du gibst mir wieder eine Gruppenquest, bitte, ne? Bitte bleibt ja. Und hört euch meine Geschichte an. Hix, und dann wollen wir mal zu Elrond. Erstmal, ich wollte eigentlich erst ins... Ach, scheiße. Hix, so ein Mist. War eigentlich falsch. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob sie überhaupt... Ja, Surrealismus ist natürlich der beste Name für einen... Rollenspielcharakter. Surrealismus. Nicht Surrealismus. Ich kann das gar nicht. Das ist wahrscheinlich Französisch. Kann ich gar nicht aussprechen. Alter, diese Wolken gehen nicht weg. Willst du mich eigentlich verarschen? Also, das verstehe ich nicht. Wieso sind jetzt hier überall. Ich mache mal Folgendes. Ich probiere mal was, wenn ich jetzt Thagador abmelden mache. Wenn du dich. Ich bewege mich doch gar nicht. Willst du mich verarschen? Jetzt sofort abmelden. Ich möchte, dass diese Wolken da weggehen. So, jetzt haben wir hier die laute Musik. Moment. Wir warten, bis Abmeldung abgeschlossen ist. So, jetzt haben wir hier ganz laute Musik. Ist ja auch schön. Thagador, Stufe 40, Jäger der Elb. Punkt. Jäger der Elb. Punkt. Stufe 45. Aukir. Hä? Willst du mich verarschen? Aukir? Achso, hat er noch nicht aktualisiert. Alter, wieso dauert das? Bruchteil dann. So, Mittelerde betreten. So. Jetzt bitte ohne. Ach, jetzt noch mit Werbung hier drin. Wunderschön. Runenbewahrer müssen sie erleiden. Die Qual der Wahl. Wähl zwischen den Verursachen von Schaden und Heilung. Sie ist ja weg, diese blöden Wolken. Alles. Hat sich aber gelohnt, jetzt das Ausloggen, sind die Wolken weg. So, was willst du? Vorwort. Würdet ihr bitte einen Augenblick bleiben? Herr Elrond wünscht euch in einer Angelegenheit von einiger Dringlichkeit zu sprechen, Thagador. Ich weiß nicht, um was es sich handeln könnte, doch ich weiß wohl, dass es unser Volk direkt betrifft. Geht hinein und spricht mit Herrn Elrond in seiner Bibliothek. Das ist doch schon mal was. Ungleiche Gefährten. Ach, so, warte mal. Hier ist noch was. Faimir. Warte mal, mit der spreche ich auch nochmal. Vielleicht gibt ihr mir ja noch eine Quest, die irgendwie wichtig ist. Ihr könntet mir vielleicht zu Diensten sein. Hinunter in die Spalte. Ach nee, das ist eine Instanz, glaube ich. Ich weiß es nicht. Die Spalte ist, glaube ich, eine Instanz oder so. Also, auf jeden Fall nicht für mich alleine gedacht. Jetzt gehe ich erstmal ins letzte heimelige Haus und schaue mich dort mal um. So, vielleicht kann ich ja hier ein paar Quests annehmen.
Habe ich eigentlich schon Frodo gesehen? Doch, Frodo habe ich auch schon gesehen in dem Let's Play, oder nicht? Ich weiß ich gerade gar nicht. Erstmal gehe ich hier hoch. So, und dann schaue ich mal, ob ich bei Elrond vielleicht eine Quest kriege. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal hier. Elronds Bibliothek ist schon mal nicht falsch. So,